Ja, jetzt geht's auch gleich los mit der Verleihung, aber vorher wollte ich euch noch ein paar Dinge mal ganz kurz erklären. Also die Nominierungskommission, hatte ich schon gesagt, hat ja aus knapp 1000 Einreichungen in diesem Jahr eine Liste erstellt mit den Nominierten. Ihr müsst euch das mal vorstellen, 7 Leute haben 1000 Projekte, Beiträge und Einreichungen sich durchgeschaut. Alles. Wahnsinn. Und wem an dieser Stelle, finde ich jetzt auch nochmal, der Applaus gebührt, ist nämlich den Nominierten, die es halt auf diese Liste geschafft haben. Denn von 1000 unter die ersten 30 zu kommen, ist natürlich ein unglaublicher Schritt. Und es ist auch eigentlich der weitaus größere Schritt, als jetzt dann unter die Gewinner zu kommen. Also für alle Nominierten, die heute hier sind, ihr seid schon alle Gewinner. Also da, finde ich, ist es jetzt nochmal der Applaus. Ja, und die Jury hat viele Freiheiten eingeräumt bekommen. Also sie kann 8 Preise verleihen, muss es aber nicht. Und sie kann auch innerhalb der einzelnen Kategorien kann sie sich entscheiden, ob sie zum Beispiel nur einen Gewinner oder eine Gewinnerin benennt oder vielleicht auch 2 oder 3. Das verrate ich aber jetzt vorher nicht, in welcher Kategorie es wie viele Gewinner oder Gewinnerinnen gibt. Denn nachdem wir einen ausgezeichnet haben, kann es immer sein, dass es vielleicht noch einen zweiten gibt oder auch nicht. Das erhöht natürlich auch ein wenig die Spannung in dieser Preisverleihung. Also das nochmal für die Erklärung jetzt für den heutigen Abend. Und es gab noch eine Sonderjury, die sich mit dem Sonderpreis Künstliche Intelligenz beschäftigt hat. Auch der wird heute hier vergeben, der Gewinner und die Gewinnerin. Und es gibt natürlich nur einen Publikumspreis. Das ist the one and only. Das ist natürlich klar. Da sind wir sehr gespannt, wer den heute mitnimmt.